Geehrte Geschwister, ein interessantes Wort in der arabischen Sprache, Al-Kayyis, ja, übersetzt mit der Scharfsinnige, der Weise. Man kann aber auch daraus ableiten, sprachlich, der Elegante. Ja, weil derjenige, der schlau ist, ist auf eine Art und Weise auch anmutig. Und wir wollen wissen, wer ist Al-Kayyis? Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ. Imam al-Tirmidhi überlieferte diese Worte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, verifizierte sie, und es ist ein sahih Hadith nach Imam al-Suyuti. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Allah Segen und Frieden sei mit ihm, scharfsinnig ist derjenige, der sich selbst kritisch betrachtet. Ja, im positiven Sinne niedrig macht, niedermacht, ja, der sich klein hält, sein Ego klein hält, nicht größenwahnsinnig wird. Scharfsinnig ist derjenige, der sich also selbstkritisch betrachtet und der für das arbeitet, was nach dem Tod kommt. Der für das arbeitet, was nach dem Tod kommt. Der ist scharfsinnig und elegant, liebe Geschwister, diese Person. Und unfähig, schwachsinnig ist derjenige, Al-Ajiz, der seinem Ego folgt, seinen Leidenschaften, seinen Begierden folgt und falsche Wunschvorstellungen in Bezug auf Allah Ta'ala hegt. Das ist jemand, der nichts macht, auch keine Reue empfindet, nichts Gutes leistet und auch nicht versucht, sich vom Schlechten fernzuhalten und dennoch, ja, Wünsche in Bezug auf Allah Ta'ala hegt. Aber wir bekommen etwas, wenn wir auch dafür arbeiten, geehrte Geschwister, im Diesseits wie auch im Jenseits. Ein Mann fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul Mu'minina afdal. Wer sind die Besten der Mu'minin? Und er sprach, Allah Segen und Frieden sei mit ihm, Ahsanuhum khuluqa. Diejenigen, die den besten Charakter unter ihnen haben. Und es wurde weiter gefragt, فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَاس. Und wer unter den Mu'minin ist am scharfsinnigsten, am elegantesten? Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرَ. Diejenigen, die am meisten dem Tod gedenken, وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعَدَهُ إِسْتِعْدَادَ. Und diejenigen, die sich am besten auf das vorbereiten, was nach dem Tod eintreffen wird, was nach dem Tod losgelöst sein wird an Ereignissen. Ulaika al-Akyas. Das sind diejenigen, die scharfsinnig sind. Inshallah, wenn wir heute scharfsinniger werden, bewusster werden für diese Realitäten. Allahumma amin. Das ist auch ein Hassan Hadith ibn Majah, überlieferte ihn unter anderem. Der Prophet forderte uns also dazu auf, dass wir häufig über den Tod nachdenken. Und er gab dem Tod einen besonderen Namen. Er gab dem Tod einen besonderen Namen, einen hilfreichen Namen, den wir brauchen, liebe Geschwister, um mit unserem Leben und mit uns selbst klarzukommen. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, أكثروا ذكر هذه من اللذات. Gedenkt häufig, gedenkt oft den Zerstörer der Genüsse. Gedenkt häufig den Zerstörer der Genüsse. Und damit war gemeint, damit war der Tod gemeint, wie überliefert wird. Und das berichtet unter anderem auch Imam al-Tirmidhi und ist auch ein Sahih Hadith. Wir sollen also den Zerstörer der Genüsse gedenken. Und wir, liebe Geschwister, in unserer Lustgesellschaft, wir versuchen uns immer in Stimmung zu bringen. Wir wollen nicht, dass irgendjemand uns den Tag verdirbt durch irgendwelche ernsten Gedanken. Wir wollen Vorfreude haben und dann Freude haben und dann nach der Freude die nächste Freude haben. Lebe in der Spaßgesellschaft. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, gedenkt den Zerstörer der Genüsse. Warum? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Muslim verifizierte, Huffat al-Jannatu bil-Makari, dass das Paradies umgeben wurde von unangenehmen Angelegenheiten. Du willst ins Paradies,
Aber die Verpackung ist eine abschreckende Packung. Eine abschreckende Verpackung. Ja? Man will zwar die Ware, aber die Verpackung, es ist umgeben worden von Dingen, die unangenehm sind. Die Schweiß, Tränen, Blut eventuell kosten. Und umgekehrt, wie ist es mit dem Feuer? Geehrte Geschwister, der Prophet sagt das, sallallahu alaihi wasallam, wa huffat an-naru bishahawat. Und die Leidenschaften sind es, die Gelüste, die Begierden, die das Feuer umgeben. Das heißt, ein wunderschönes Geschenkpapier, vielleicht sogar gut duftend, ja, schöne Farben, schöne Muster und man fühlt sich angezogen. Das heißt, wenn wir dem Zerstörer der Genüsse häufig gedenken, ja, dann erziehen wir uns zur Disziplin, zur Arbeit. Und dann kommen wir damit klar, mit der Verpackung des Paradieses, mit dem, was das Paradies umgibt, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und werden nicht umgekehrt durch unsere Leidenschaften in Leid gezogen, dadurch, wodurch Leid erschaffen wird, und so dem Höllenfeuer näher gebracht. Ja, so kommen wir dem Paradies näher, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Das müssen wir versuchen, liebe Geschwister, diese Lektion in unseren Alltag zu integrieren. Schon bei der Erziehung unserer Kleinen anzufangen. Dass man ihnen nach und nach die Wahl gibt, zu sagen, okay, möchtest du heute einen Bonbon haben oder morgen drei? Ja, und am Anfang, das Kleinkind wird sich häufig für den sofortigen Genuss entscheiden. Ja? Aber irgendwann einmal kommt dann ein gewisser Durchbruch. Und irgendwann mal kommt man dann vielleicht von den Süßigkeiten vielleicht zu bestehenden Geschenken. Im Sinne von Geschenken, die einen Bestand haben werden. Dass man sagt, okay, entweder etwas Süßigkeiten nun oder morgen gehen wir ein Auto oder ja, ein Buch kaufen, ein schönes Spielzeug kaufen. Und dann, dass man sagt, ja guck, damals hast du dich für das Auto entschieden und gegen die Schokolade. Guck, und jetzt spielst du heute noch mit dem Auto und das ist eines deiner Lieblings Spielzeuge. Dass wir lernen, unseren Gelüsten gegenüber erstmal Nein zu sagen für einen längerfristigen Nutzen und nicht immer dem kurzfristigen nachgehen. Und dazu, liebe Geschwister, möchte ich ein besonderes Mittel anpreisen durch die Worte des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, ein Mittel, was ich die letzten Tage selbst nehmen durfte, Alhamdulillah, und es tat mir sehr gut, ja? Nämlich, dass ihr die nächsten Tage mal in den 30er-Bus, beispielsweise von der Konstalber Wache aus, einsteigt, 15 Minuten Fahrt auf euch nehmt und dann seid ihr beim, ich glaube, da heißt Parkfriedhof, ja, beim Friedhof Heiligenstock, ja? Friedberger Landstraße 647. Könnt dort direkt hinfahren. Vormittags gibt es auch samstags und sonntags einen Bus. Und dass ihr den Friedhof besucht. Warum? Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, nahaytukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkira. Er sagte, ich hatte euch untersagt, die Friedhöfe zu besuchen, und nun gebiete ich es euch, besucht sie, denn in ihrem Besuch liegt Ermahnung. Denn in ihrem Besuch liegt eine Ermahnung. Denkt also an den 30er-Bus, der von der Konstalber Wache aus 10, 15 Minuten fährt, auch samstags, auch sonntags, vormittags. Wir wollen allerdings jetzt nicht übertreiben, ich will gleich mal so ein paar Blocker setzen, was wir nicht wollen von dem Friedhofsbesuch. Wir wollen jetzt nicht fünfmal am Tag den Friedhof besuchen, weil der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, er untersagte dies auch, überliefert wird, La'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, La'ana Zawarat al-Qubur. Ja. Dass der Prophet Mohammed diejenigen von den Frauen verflucht hat, die häufig die Gräber besuchen. Das heißt, man kann dabei auch übertreiben. Und zunächst war auch ein Verbot überhaupt,
die Friedhöfe zu besuchen für die Prophetengefährten, weil sie noch eine gewisse Pause gebraucht haben zwischen ihrem Islam und dem, was vor dem Islam war, an falschen Vorstellungen in Bezug auf Friedhöfe und dem Tod und wie man sich dort zu verhalten hat. Da gab es also eine gewisse Quarantäne, wenn man das so nennen möchte. Ja, und als dann die Herzen und Gedanken frei waren von dem, was der Friedhofbesuch damals mit sich gebracht hat in der vorislamischen Zeit, dann hat der Prophet Muhammad sallam auch dazu aufgerufen und die schließt auch die Frauen mit ein. Also auch, dass Frauen die Friedhöfe besuchen, aber wie gesagt nicht zu häufig, wie Imam al-Shawkani und Imam al-Qurtubi auch erklärt haben. Die Moscheen sind beispielsweise für das Gebet da. Ja, jetzt nicht die Friedhöfe, dass man dort seine Gebete betet. Der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal-hammam. Also, dass die Erde komplett eine Moschee ist, außer der Friedhof und außer der Ort, wo man seine Notdurft verrichtet. Und er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, und das hat Ibn Majah überliefert, und er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. Ja. Also betet auch euer Salah in euren Häusern, und damit sind die freiwilligen Gebete gemeint. Ja, und nehmt sie nicht zu Gräbern. So ein Haus, worin nicht gebetet wird, die freiwilligen Gebete, liebe Geschwister, verglich der Prophet Muhammad sallam mit den Gräbern. Und ein Aspekt des Vergleiches ist auch, dass man eben bei den Gräbern nicht betet. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, nahaytukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha wa la taqulu hujra. Ja, ich habe euch verboten, die Friedhöfe, die Gräber, die Grabstätten zu besuchen. So besucht sie nun, aber sagt nichts, was falsch ist, was zurückzuweisen ist. Wir wollen uns also richtig verhalten bei den Friedhöfen. Wir wollen uns nicht falsch verhalten. Genau. Manche Gelehrte sprechen auch davon, dass es empfohlen ist, dass man die Schuhe auszieht. Sollte allerdings irgendwie der Friedhof und die Wege dazwischen schlammig sein oder also unangenehm sein, barfuß bzw. mit Socken zu beschreiten, dann ist es kein Problem, dass man auch Schuhe anzieht. Nur dass es ist demutsfördernd, wenn man, wie gesagt, seine Schuhe auch beim Friedhof auszieht, wie Ibn Qudama unter anderem auch überlieferte. Wir wollen Gutes mitnehmen von diesen Besuchen, wie der Prophet auch sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, den Al-Arnaud als sahih einstufte, nämlich وَالْتَزِيدَكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا. Und ihr sollt an Gutem zunehmen, ja, es soll euch an Gutem mehren, dass ihr die Friedhöfe besucht. Zunächst einmal, liebe Geschwister, wenn wir die Friedhöfe besuchen, sprechen wir das Bittgebet, was der Prophet sprach, als er es tat, und er besuchte die Friedhöfe regelmäßig. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Muslim verifizierte diesen Hadith, und er gab dies auch Aisha mit, ja, auch ein weiterer Beleg dafür, dass Frauen auch die Grabstätten zu besuchen haben, dass man sagt, wenn man die Friedhofsstätte betritt, assalam, ala ahli diyari min al-mu'minina wal-muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal-musta'khirin wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Dass man sagt, der Friede sei auf den Bewohnern dieser Wohnstätten von den Mu'minin und von den Muslimin, und Allah Ta'ala möge den Vorangegangenen wie auch den Zurückgebliebenen, die also später nachkommen werden, barmherzig sein, und wir werden euch, so Allah will, demnächst folgen. Ja? Das heißt, wir wünschen den Mu'minin und den Muslimin von den Friedhöfen Frieden. As-Salam. Und As-Salam ist auch einer der Namen Allah Ta'alas. Und wir erinnern uns daran, dass sie lediglich vorausgegangen sind und wir noch nachkommen werden. Ja? Diese beiden besonderen Elemente dieses Bittgebets. Wir wünschen den Frieden für die Verstorbenen und erinnern uns daran, ja, dass wir ihnen auch folgen werden. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass man viel Gutes mitnehmen soll aus dem Friedhofsbesuch. Wir werden inshallah einiges nun sammeln. Er sagte, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha
tuzahidu fid dunya wa tuzakkiru al-akhirah. Ich hatte euch verboten, die Friedhöfe zu besuchen. So besucht sie nun, denn sie helfen euch, Abstand zu nehmen von der Dunya. Und sie erinnern euch an das Jenseits. Durch die Werbung, liebe Geschwister, der wir rund um die Uhr mehr oder weniger ausgesetzt sind, ja, wir werden ständig an Diesseitiges erinnert. Aber was erinnert uns an das Jenseits? Und auch auf eine nachhaltige Art und Weise. Es sind die Friedhofsbesuche, liebe Geschwister, weil dann dort sehen wir, ja, dort riechen wir. Ja, jeder Ort hat auch seinen besonderen Geruch. Und dort hören wir die Stille, wie laut Stille sein kann. Ja. Merkt man bei Friedhöfen, geehrte Geschwister. Der Friedhofsbesuch hilft dabei, von der Dunya Abstand zu nehmen. Wie oft haben wir schon etwas gekauft, was wir im Nachhinein bereut haben? Und nun steht es rum, nun liegt es rum. Damals hat es in den ersten Momenten diesen Wert gehabt. Ja, man hat sich gut gefühlt, es in den Händen zu halten oder es zu tragen oder es in Besitz genommen zu haben. Und dann auf einmal, ja, ist es wie irgendein Gegenstand, zu dem man keine Beziehung hat. Oder man freut sich auf gewisse Dinge und man fragt sich, warum freue ich mich nicht so auf Ramadan oder auf die Pilgerfahrt? Man spart für gewisse weltliche Angelegenheiten und man denkt ständig daran. Ja. Und umgekehrt, man spart nicht für die Pilgerfahrt oder man oder für Bildungsreisen, dass man Arabisch lernen geht oder Koran lesen lernen geht oder auswendig lernen geht oder für irgendwelche anderen Studienreisen. Ja. Man investiert viel in die Dunya. Letztens habe ich einem Bruder gesagt, ja, was gibst du aus monatlich für deine Fitness? Und dann, ja, es wurde aufgezählt, ja, den Beitrag fürs Studio und dann diese ganzen Sachen, die noch dazukommen, Nahrungsergänzungsmittel und Ernährung und die Kleidung und ja, vielleicht noch irgendwas für zu Hause, falls man mal nicht ins Studio gehen kann und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Und das Studio ist sehr problematisch, wie wir alle wissen. Ja. Weil es ist quasi eine Schicht dessen, was das Höllenfeuer umgibt. Ohne jetzt darauf näher einzugehen. Aber wir verstehen schon. Und was gibst du jetzt regelmäßig für deine Moscheegemeinde aus? Ja, Ziffer, null. Kein Beitrag, weder beim Freitagsgebet noch irgendwo als Einzugsermächtigung oder ja, ist gar nicht auf der Rechnung drauf. Ja. Das heißt, der Friedhofsbesuch soll uns dabei helfen, von der Dunya fernzubleiben. Ich kann euch garantieren, die Mehrheit derjenigen, die sich ein Tattoo haben stechen lassen, ja, wären sie regelmäßig beim Friedhof gewesen, hätten sie was. Ja. Weil das Herz wird gereinigt, wird befreit von solchen Nichtigkeiten. Sagt ja, okay, ich brauche das, dann sehe ich gut aus. Und ja. Man fängt an, im positiven Sinne geizig zu werden. Ja, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Ja, was soll mir das überhaupt bringen? Ja. Das heißt, immer wenn wir spüren, die Dunya zieht uns, ja, dann merken wir, dass es uns an einem gewissen Medikament fehlt. Ja, wenn wir eine schlechte Haltung haben beispielsweise, dann merken wir, ja, wir müssen die Rückenmuskulatur stärken. Weil wenn sie stark ist, dann steht man gerade. Wenn nicht, dann muss man etwas ausgleichen. Wenn du also zu Dunya geneigt bist, dann musst du deine Achira-Muskeln stärken, diejenigen, die dich wegziehen, ja, von der falschen Haltung. Weiter sagt er, und übrigens, das gilt auch dafür, wenn man gestorben ist. Und es ist schön zu sehen, wenn man bei den muslimischen Abteilungen in den Friedhöfen ist, man sieht die Bescheidenheit. Ja. Man sieht dieses, da gibt es so ein Standard-Holzschild, haben ungefähr ja, mindestens 100 Leute beim Friedhof Heiligenstock so geschätzt. So ein Standard-Holzschild. Ja, mit sehr, sehr bescheiden. Die Basisdaten so. Und dann auf der anderen Seite sieht man woanders Grabsteine. Ich habe es nachgeschlagen, was so ein Grabstein kostet. Ja, durchschnittlich 5.000 Euro. Ja. Man soll so bescheiden wie möglich bestattet werden, wie der Prophet es wurde auch. Sallallahu alaihi wasallam. Man nimmt noch nicht mal extra Erde. Ja. Das heißt, das Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war eine Handspanne hoch an Erde, ja, und zwar von der Erde, die genommen wurde, um das Grab überhaupt erst auszuheben. Es wurde keine extra Erde von irgendwo anders geholt. Ja, dann war es ungefähr ja, in einer Rundung handbreit hoch, dieses Grab. So soll auch unser Grab sein. Und wenn unsere Hinterbliebenen etwas Gutes für uns tun wollen, dann spenden sie alles, was sie ansonsten in den Grabstein gesteckt hätten.
Manche Leute wollen ein schlechtes Gewissen dadurch wettmachen, dass sie einem einen Grabstein im Wert von 5, 6, 7, 8.000 Euro kaufen. Ja, und dann, was hat man davon? Man hat gar nichts davon, geehrte Geschwister. Im Gegenteil, man wird sogar vielleicht noch im Tod den Eindruck erwecken, dass das einen Wert hat. Aber nein, die Grabsteine sollten, eigentlich gibt es keinen Grabstein, ja? Außer so zu Erkennungszwecken. Das hat auch der Prophet Muhammad Islam auch abgeholfen, dass ein Sahabi beispielsweise einen Stein hat irgendwo hingetragen und das ist dann sozusagen das Areal für seine Familie, wo seine Familie begraben wird. Das ist okay, aber diesen Grabstein an und für sich, das hat in dem Sinne keine Grundlage. Ja? Man sieht die Bescheidenheit. Man sieht die Bescheidenheit. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyarat fil qubur, thumma badali annaha turiqu al-qalb, wa tudmi'u al-ayn, wa tudhakkiru al-akhirah, fazuruha wa la taqulu hujra. Eine andere Überlieferung, die auch Hassan ist, Al-Haythami unter anderem, verifizierte sie. Ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen. Dann wurde mir mitgegeben, also Allah ließ ihn sehen, dass sie das Herz weich machen. Also die Friedhofsbesuche erweichen das Herz und sie verhelfen dem Auge dazu, zu weinen. Und das ist eine gute Eigenschaft, ja, wenn das Auge zu weinen vermag. Und sie erinnern an das Jenseits, besucht sie, aber sagt nichts, was falsch ist, was zurückzuweisen ist. Ja. Wir versuchen also, ja, unser Herz durch unser Auge sprechen zu lassen. Manchmal ist unser Herz zu leise, sodass das Auge die Gefühle des Herzens nicht wiedergeben kann. Aber wir versuchen wirklich, bei einem Friedhofsbesuch bewegt zu werden. Ja. Oft helfen einem auch die Daten dabei. Eine ganze Abteilung, die ihr sehr früh werdet sehen, wenn ihr nicht dran vorbeiläuft. Es sind viele kleine Holzschilder nebeneinander, ja, so Meter nach Meter. Und bei fast allen außer zweien oder dreien sieht man nur ein Datum. Man sieht nur ein Datum. Ja? Was ist mit diesem einen Datum wiedergegeben? Der Geburtstag, ohne dass man den Sterbetag erwähnen wollte? Oder vielleicht den Sterbetag, ohne dass man den Geburtstag erwähnen wollte? Keines von beiden, geehrte Geschwister. Sondern der Geburtstag ist gleichzeitig auch der Sterbetag. Ja, wie viele, die dort begraben sind, liebe Geschwister, die nur wenige Stunden auf dieser Erde waren. Und wir haben, subhanallah, die Chance von Allah Ta'ala bekommen, eine gewisse Ehre bekommen. Ja? Wenn wir das so sehen wollen, und so sollten wir das sehen. Wir dürfen leben. Hier. Wir dürfen was tun. Ja? Um die verstorbenen Kinder machen wir uns keine Sorgen. Weil jedes Kind, wie überliefert ist, auch authentisch überliefert ist im Paradies, wenn es als Kind gestorben ist. Alle Kinder, die als Kinder auch gestorben sind, sind im Paradies. Und Ibrahim alaihi assalam passt auf sie auf. Das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt und daran haben wir auch Iman. Manchmal sehen wir Gleichaltrige, beziehungsweise solche, die gleichaltrig gewesen wären sie nicht verstorben. Ja, man hat denselben Geburtsjahrgang. Wir fragen uns ja, was mache ich aus meinem Leben? Wenn man sich vorstellt, auch im Grab zu sein, dann kehrt man zurück aus dieser Vorstellung und man hat viel weniger Dummheiten im Kopf und gleichzeitig auch einen Fokus auf das, was wichtig ist. Für das Jenseits und unser Diesseits verstehen wir dann auch im Lichte des Jenseits. Ja? Natürlich, wenn wir uns für das Jenseits vorbereiten, schließt das mit ein, dass wir auch zur Schule gehen und studieren und unsere Ausbildung fleißig abschließen und fleißig arbeiten, damit wir auch fleißig Zakat zahlen können und einen Beitrag für unsere Moscheegemeinde, die in unserer Nachbarschaft ist, etc. Ja? Natürlich schließt das mit ein, dass man nach Halal Entspannung sucht, wie es auch die Sahabis hatten, ja? Im gebührenden Maße auch. Das heißt, der Muslim, der auf das Jenseits gerichtet ist, er wird automatisch auch ein gutes, diesseitiges Leben führen. All dies ist darin mit eingeschlossen. Eines Tages, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er besuchte
den Friedhof und er fand eine Frau dort weinend vor. Entweder weil er bereits eine Übertreibung wahrnahm oder weil er verspürte, dass es möglicherweise auf diesem Weg bereits ist, gab er der Frau einen Ratschlag mit. Ittaqillah wasbiri. Hab Ehrfurcht vor Allah und sei geduldig. Die Frau, die den Propheten nicht an seiner Stimme erkannte, sallallahu alaihi wasallam, und er stellte sich auch nicht vor sie, sie hörte diese Stimme und sie sagte, Ilayka anni, fa innaka lam tusiba bi musibati. Geh weg von mir, denn du hast nicht das durchgemacht, was ich durchgemacht habe. Man kann davon ausgehen, es ist eine Schlussfolgerung, wahrscheinlich ist es ihr Kind. Weil natürlich, wenn ein erwachsener Mann spricht, dann geht man davon aus, dass er bereits Nahestehende verloren hat. Dass ihm der Tod nichts Unbekanntes ist. Aber wahrscheinlich sprach sie als Mutter in dem Moment. Und ihr wurde später gesagt, das hast du zum Propheten gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Und sie war sich dessen ja nicht bewusst. Und so suchte sie ihn auf und es wird überliefert, dass er keine Bodyguards hatte. Ja, man konnte den Propheten direkt erreichen, alhamdulillah. Ja, also niemand war vor seiner Tür. Keine Rezeption und keine Bodyguards. Ja, kein Bawab. Und sie sagte ihm, entschuldigend, ja, ich habe dich nicht erkannt, also ich wusste nicht, dass du das warst, der zu mir gesprochen hat. Ja? Und er sagte in dem Moment, innama sabru inda sadma al-ula. Und dann gab er ihr einen weiteren Ratschlag. Ja, und übrigens für einen Propheten war es nicht statthaft, dass er eine Angelegenheit klärt, während sie sich ereignet. Wenn es etwas zu klären gab, ja, konnte er sich der Verantwortung nicht entziehen und wollte sich auch der Verantwortung nicht entziehen. Das gehörte zu seinem Auftrag als Prophet. Aber hieran erkennen wir, dass es manchmal Zeitpunkte gibt, wo der Mensch offen ist, empfänglich ist und manch andere, in dem er nicht ansprechbar ist. Oder in Zeitpunkte, zu denen man eine Person nicht förderlich ansprechen kann. Deswegen erließ ihr ihre Ruhe. Und als sie dann wieder aufnahmebereit war, dann kam sein Ratschlag, nämlich, dass die wahre Geduld diejenige ist, die beim ersten Schlag da zu sein hat. Das bedeutet wahre Geduld, wahre Standhaftigkeit. Sabr bedeutet nicht im Nachhinein, nachdem man das Ganze aus der Vogelperspektive betrachten konnte, sondern du wirst überraschenderweise geprüft. Wenn man sich vorbereiten kann, dann ist es ja keine richtige Prüfung, oder? Ja. In der Nachbetrachtung reagieren wir immer besser und wissen, was wir zu sagen und zu tun haben und wie wir, ja. Aber währenddessen ist man, wie gesagt, geprüft. Und während sich die Heimsuchung ereignet, dann geduldig zu sein, das ist die wahre Geduld. Ja? Beim ersten Schlag geduldig zu sein. Sind wir das? Vielleicht, wenn wir nun den 30er Bus nehmen von der Konstalber Wache, ja, morgen oder übermorgen, wir werden den Friedhof besuchen, wir werden vielleicht, ja, nur kurz bleiben, vielleicht nur die eine halbe Stunde, weil wir gar keinen Kontakt dazu haben. Wir gehen beispielsweise nach Bosnien, wo jeder hingehen sollte, ja, nach Sarajevo, das Jerusalem Europas und ja, alhamdulillah, was die Muslime dort haben und hinterlassen haben und wir besuchen Srebrenica natürlich, ja, und überall in Bosnien, überall, wo ihr hingeht, ganzen Balkan, ihr seht überall Gräber von den Muslimen, von den Nicht-Muslimen. Und das ist gut, das ist erziehend. Alhamdulillah. Ich habe auch einige Bosnier getroffen, die Möglichkeit hatten, Einschusslöcher zu sanieren, renovieren. Ja, nein, nein, das soll da bleiben. Als Erinnerung. Als Ermahnung. Ja, als Andenken. Aber hier, subhanallah, wo kriegen wir was von den Friedhöfen mit? Die sind immer abseits. Ja, abseits von den Gedanken der Menschen. Wir begegnen wahrscheinlich 10.000 Plakaten und Werbebotschaften, bis wir einen Friedhof sehen. Ja, bis wir einen Grabstein überhaupt sehen oder ein Grab überhaupt sehen, subhanallah. Ja, sind immer abgeschirmt und als ob es ein geheimes militärisches Areal oder so wäre. Wir wollen nicht an den Tod erinnert werden. Also wir könnten vielleicht übermannt werden. Ja.
was zeigt, wenn du allein den Friedhofsbesuch nicht richtig am Anfang verarbeiten kannst. Ja, man soll vielleicht jemanden mitnehmen erstmal. Ja. Wie wird es dann erst aussehen, wenn jemand aus seinem Umfeld eine schwere Diagnose bekommt oder gar stirbt? Wir sind da nicht vorbereitet, aber darauf sollen wir uns vorbereiten, nämlich auf das Vorbereitetsein. Ja, Allah. Wir bitten Allah an dieser Stelle um Vergebung. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله Wenn wir bei einem Friedhof sind, sollen wir uns daran erinnern, dass wir es sind, die als Lebende von der Erde essen und nach dem Tod kehrt sich diese Beziehung um. Dann ist die Erde, liebe Geschwister, von uns. Diesem Kreislauf sollen wir gedenken. Wir sollen gedenken, dass wir nichts mehr tun können als Tote und jetzt alle Möglichkeiten haben, die Gebote zu erfüllen, den Islam zu genießen, ja, die Welt zu einer besseren Welt zu machen, beziehungsweise dies zu versuchen. Ja. Und wir sollen wissen, dass die Grabstätte bereits eine Vorstufe des Jenseits ist, in dem Sinne, als dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. Er sagte, und das ist ein Hassan-Hadith nach Al-Asqalani, dass das Grab ein Garten der Gärten des Paradieses ist oder aber eben eine Stelle von den Stellen des Feuers. Der Prophet sagte eines Tages, sallallahu alaihi wasallam, als jemand zu Grabe getragen wurde, مستريح Au Mustarah, wa Mustarah, ja, wa kann auch au heißen. Also ein Erlöster oder jemand, also das umgekehrt, jemand, dem man los wurde quasi, ja. Und es wurde gefragt, ja, wer, was bedeutet das? Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, al-Abdu al-Mu'min. يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا Der Mu'min, der Diener, ja, er ruht sich aus von den Schwierigkeiten der Dunya وَأَذَاهَا und ihren Verletzungen إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ und er begibt sich in die Barmherzigkeit Allahs. وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ Der übertretende Diener يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ Und umgekehrt, die schlechte Person, ja, die Menschen, die Länder, die Bäume und die Tiere, sie sind befreit von ihm. Sie fühlen sich erlöst von dieser Person. Wir sollen uns fragen, ja, werden wir die Menschen in diesem Sinne erlösen oder werden wir erlöst sein von der Dunya? Oder werden wir erlöst sein von der Dunya? Liebe Geschwister, Zeit ist immer, subhanallah, in meinem Nacken und ich muss mich an die Zeiten, die vorgegebenen, halten. Und ich sage euch, das hier war eine unzureichende Khutba im Rahmen der theoretischen Vermittlung. Definitiv. Aber selbst wenn sie Güte hätte, was wäre es, wenn ihr jetzt nicht den 30er-Bus die nächsten Tage von der Konstablerwache aus nehmt? Ja, wie gesagt, 10, 15 Minuten habt ihr Zeit, Koran zu lesen oder zu hören. Falls eure Augen müde sein sollten, dann ja, hört ihr einfach Koran. Alhamdulillah, ist auch eine großartige Ni'ma. Ja? Und ihr besucht den Friedhof, ihr kommt wieder zurück. Samstags müsst ihr vielleicht noch ein paar Erledigungen machen. Also es ist nicht so, dass man jetzt großartig viel Zeit verliert, weil der Friedhof ist sehr gut erreichbar, Alhamdulillah. Ja, wir danken Alhamdulillah Allah Ta'ala an erster Stelle und danach den Menschen, die den Friedhof erreichbar gemacht haben. Ja, mit dem 30er-Bus,
mit dem 30er-Bus von der Konstalbacher Wache aus, der auch Samstag vormittags fährt und auch Sonntag vormittags fährt. Alhamdulillah. Ja. Weil wenn wir über die Dinge reden, liebe Geschwister, und sie nicht praktizieren, dann haben wir alle nichts. Ja, und das war noch der zweite Teil der Khutba, der wird leider entfallen aufgrund meines schlechten Zeitmanagements. Raidan inshallah. Die Geschwister werden wie immer Alhamdulillah für die Selbstständigkeit der Gemeinde sammeln. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch erleichtert hat. Und baut auf das Versprechen, dass niemand, der spendet, der es auch nicht ersetzt bekommt von Allah Ta'ala. Und der Ersatz ist besser als das, was man gegeben hat, geehrte Geschwister. Alles andere wäre eine schlechte Auffassung in Bezug auf Allah Ta'ala. Wenn man etwas für Allah Ta'ala gibt, dann ersetzt er es einem stets im Besseren und verspricht einem noch vielfache Segnungen dazu. Liebe Geschwister, an der Stelle eine Ankündigung. Wenn ihr wissen wollt, wie es aussieht, wenn das Grundgesetz gebrochen wird, ja, dann hört gut zu. Wie wird es aussehen? Es wird sich einschleichen. Niemand wird es spüren. Es wird nicht darüber geredet oder geschrieben. Es wird keine Demonstrationen geben, keine Boykotte, keine Stilllegungen, gar nichts. Es wird sich einschleichen. Und wie tut man am besten so etwas einführen? Ja, wenn es eine Minderheit betrifft, die eine schlechte Stellung in der Gesellschaft hat, die keine große Lobby hat. Und Tatsache ist, dass im Grundgesetz verankert ist, dass der Religionsunterricht verantwortet wird von den Religionsgemeinschaften. Das ist, glaube ich, im Artikel 7. Ja? Könnt ihr das nachlesen, dass der Religionsunterricht von wem verantwortet wird? Von den Religionsgemeinschaften, nicht vom Staat. Und subhanallah, in Hessen an 6 Schulen, darunter auch in Frankfurt, gibt es jetzt im 7. Jahrgang einen sogenannten Islamunterricht, der von wem verantwortet wird? Vom Staat. Ja, natürlich haben, alhamdulillah, wurde dagegen geklagt, der Zentralrat der Muslime unter anderem, oder einzig. Und hier ist ein Informationsschreiben für Eltern in deutscher Sprache, auch in arabischer Sprache. Ihr könnt auch ins Büro gehen, beziehungsweise das dann online auch abrufen, falls ihr dann auch betroffen seid. Als Eltern, beziehungsweise als Schüler, ist nicht okay. Ja, und wir wehren uns auch dagegen und tun damit auch anderen einen Gefallen in dieser Gesellschaft. Ja? Gut, das noch inshallah als Nachricht zu mitgeben. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. O Allah, bitte lass uns scharfsinnig sein, lass uns weise sein, lass uns mit der Akhira verbunden sein, O Allah. Lass uns auf das hinarbeiten, was nach dem Tod kommt, O Allah. Und gleichzeitig auch ein glückliches Leben in dieser Dunya haben. O Allah, bitte reinige unsere Herzen, bitte entferne sie von der Dunya-Verbundenheit und bitte schenke uns Verbundenheit mit dir und all dem, was du liebst, O Allah. Und halte unsere Herzen davon fern, Dinge zu lieben, die du verabscheust. Reinige unsere Herzen auch von falschen Vorbildern und Zielen und ersetze diese Lücken in unserem Herzen, O Allah, durch Ikhlas und durch Vorbilder für uns, O Allah, die du entsandt hast. O Allah, bitte segne den Propheten Mohammed und alle Propheten und Gesandten und alle Prophetengefährten insgesamt und lasse uns zu den Letzteren zählen. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin.